This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es um zwei verschiedene Arten von Krankheit, von Heilung, von Gesundheit. Und es ist ein sehr wichtiges Videothema heute. Ich wollte euch dazu auch ein bisschen was aufzeichnen. Und zwar, es gibt im Prinzip zwei verschiedene Arten von Heilung, von Gesundheit. Ich bin jetzt hier leider im Dschungel, deswegen habe ich keine andere Möglichkeit, gerade das Video hier zu machen. Und ja, also, wenn man jetzt hier einen Menschen hat. So. Der Mensch, der heißt jetzt mal Flo zum Beispiel. Und wenn man jetzt hier Essen zu sich nimmt, das ist jetzt nur ein Beispiel so. Ich weiß, dass es hier anders ausschaut. Das ist jetzt nur eine vereinfachte Anschauung, damit man sich das besser klar machen kann. Genau. Also, ich gebe hier oben Essen rein. Im Prinzip ist es so, was Heilung anbelangt und Gesundheit, schaut euch nochmal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, andere Videos von mir an, in denen ich erkläre, was Krankheit heißt, was Gesundheit heißt. Krankheit ist im Prinzip immer nur der Prozess, Gifte loszuwerden. Krankheit ist der Versuch vom Körper, Gifte auszuscheiden, ob er es über die Haut macht, ob er es über den Schnupfen macht, über die Nase. Es ist die Ausscheidung von Schleim, von Giften, von Schlacken, von unharmonischen Dingen, die nicht in den Körper hineingehören, die einfach ausgeschieden werden. Das braucht man jetzt nicht gut oder schlecht finden. Genau. Also Krankheit ist die Ausleitung von Giften, die Reinigung des Körpers, Hausputz. So, also, jetzt kann man sich das vorstellen, so. Ich habe hier lauter Arbeiter. Jede Zelle im Körper ist so ein Arbeiter. So, und die stehen hier so am Rand. So. Genau. So, das Essen, was man zu sich nimmt. Es geht nur darum, dass das Essen, umso leichter das Essen ist, umso besser kann der Körper heilen, umso besser kann der Körper sich reinigen. Also, im Laufe der Jahre hat sich immer mehr Müll hier angesammelt. So, der Müll schaut zum Beispiel so aus. Das ist jetzt einfach nur ein Müllteilchen. So. Das ist jetzt Müll hier im Körper. Hier sind mehrere Müllhaufen, die haben sich halt über die Jahre angesammelt, diese Müllhaufen. Die bestehen aus verschiedenen Teilchen, die dann komprimiert wurden irgendwann mal. So. Und wenn ich jetzt nichts esse, wenn ich zum Beispiel faste, dann können diese Arbeiter sich darum kümmern, Zellen im Körper können sich darum kümmern, den Körper zu reinigen. Also diesen alten Müll, die können dann diese Teilchen hier wieder in diesen Fluss schmeißen. Genau. Also unsere Verdauung kann man jetzt hier einfach mal als Fluss vereinfacht ansehen. Das ist einfach nur ein Vergleich, eine vereinfachte Veranschaulichung. Genau. Und wenn ich hier oben jetzt zum Beispiel dieser Kreis, das ist jetzt eine Frucht. Wenn ich eine Frucht in den Körper rein tue, die fließt ganz leicht durch den Fluss. So, hier sind vielleicht noch ein paar Algen am Rand. So, hier sind ein paar Algen, genau. So, die Frucht, die fließt super leicht durch den Körper durch.
die gibt man hier oben in den Mund. Und die belastet den Körper überhaupt nicht. Ihr kennt es vielleicht, Früchte, die gehen so einfach und schnell durch. Das heißt, diese Arbeiter hier, die müssen im Prinzip gar nichts machen. Die Frucht, die fließt hier automatisch einfach durch. Die verfängt sich normalerweise nicht mal in den Algen hier am Rand. Also können die Arbeiter jetzt, die müssen vielleicht nur mal schauen, nicht, dass sie doch irgendwo hängen bleibt. Aber dann kann sich vielleicht ein Arbeiter schon mal darum kümmern, wenn man Früchte isst, dass er eben hier den alten Müll reinschmeißt in den Fluss. Der haut diesen ganzen alten Müll in den Fluss. So, und dieser alte Müll, der besteht jetzt aus Sachen, die eigentlich nicht in den Körper reingehören. Also sowas wie Fleisch. Das Teilchen hier ist zum Beispiel ein Fleischelement, sag ich jetzt mal. Und ein Fleischelement, guck, das hat so Widerhaken. Das verfängt sich viel leichter. Das ist viel größer. Das braucht viel mehr Aufmerksamkeit, wenn es durch den Körper durchgeht. Genau. Also, wenn ich jetzt hier oben Fleisch in den Körper tue, so, Fleisch, nur als Beispiel, das ist sehr schwer verdaulich, das braucht, keine Ahnung, 16 Stunden oder sowas mindestens durch den Körper. Und man sagt ein, zwei Tage manchmal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der menschliche Körper nicht dazu gemacht, um Fleisch zu verdauen. Und wenn jetzt so ein Fleischstückchen hier oben reinkommt, dann müssen die schauen, die Arbeiter hier, dass sich das nicht verfängt. Die müssen immer dabei sein. Die können sich gar nicht um die Reinigung des Körpers kümmern. Das heißt, wenn wir Fleisch essen, wenn man tierische Produkte isst, umso schwerer das Essen, umso länger das durch den Körper durchbraucht, umso weniger können sich die Zellen, die Arbeiter hier darum kümmern, dass der alte Müll hier wieder abtransportiert wird. Wenn man eben seinem Körper durch Fasten oder durch einfach eine leichtere Kost, durch weniger Essen, durch zum Beispiel Frühstücksfasten immer die Möglichkeit gibt zu heilen, immer wenn man nichts isst, wenn man leichtere Sachen isst, dann hat der Körper die Chance, diesen alten Abfall hier, diese alten Teilchen, diese ganzen Misthaufen hier reinzutun. Und dann kann es eben auch sein, dass man sich mal schlecht fühlt in Phasen, wo der Körper eigentlich besser ernährt wird. So. Zum Beispiel isst man nur Früchte jetzt und dann hauen die zwei Arbeiter einfach diesen ganzen Müllhaufen auf einmal hier in den Fluss. Und dann muss der erstmal rausgebracht werden. Und alles, was hier in dem Fluss ist, dann ist es erstmal dreckig und dann fühlt man sich schlecht. Aber das ist im Prinzip nur die Heilung. Der Körper probiert sich immer nur zu reinigen. Wenn ich jetzt eben so viel disharmonisches esse, was einfach nicht in den Körper reingehört, wenn ich so viel zu mir nehme, was nicht in den Körper reingehört, dann sind diese Arbeiter immer damit beschäftigt, einfach nur immer das Neue, was kommt, wieder rauszugleiten. Immer das Neue rauszugleiten. Dabei ist im Keller oder im Körper allgemein noch so viel Müll. Es ist noch alles hier voller Müllhaufen. Das ist eben auch das, was jeder feststellen wird, der über die Jahre seine Ernährung ändert, der über die Jahre seinen Körper reinigt. Der wird feststellen, diese Müllhaufen hier im Körper werden immer kleiner. Und er wird feststellen, dass wenn er fastet oder Früchte isst, dass er immer schneller satt ist. Dass er immer schneller, dass er sich immer besser fühlt beim Fasten. Leute, die wirklich, also zum Beispiel Lauren Lockman oder Erit, man kann die Erfahrung eben im Kleinen schon von Anfang an machen. Das Fasten fällt einem immer leichter. Irgendwann fühlen diese Leute beim Fasten fühlen sich nicht mehr schlecht. Das sind keine schlechten Phasen mehr beim Fasten. Die fühlen sich beim Fasten einfach nur wohl. Man hat Top-Leistung, die man erbringen kann. Man ist fit. Das ist schlecht fühlen beim Fasten. Das ist nur, weil der Körper sich reinigt. Die Zellen müssen sich dann nicht um das Neue kümmern. Die meiste Energie geht einfach nur in die Verdauung, weil der Körper sich um die Verdauung kümmert. Wenn man nichts isst, können die Zellen hier allen Mist loswerden, diesen ganzen Müll da reinhauen und alles loswerden. Und deswegen wird man feststellen, umso mehr man fastet, umso leichter man seine Ernährung wirklich dauerhaft über die Jahre umstellt. Es ist kein Prozess, den man mal sagt, 3 Tage nichts essen und dann ist dieser ganze Müll hier weg. Man hat 20, 30 Jahre
jeden Tag den Körper mit Neuem beschäftigt. Der ist damit nicht nachgekommen, das alles hier auszuleiten, hat es teilweise hier erstmal am Rand gesetzt, hat es hier oben den Müllhaufen abgesetzt. Der ganze Körper besteht fast nur aus Müll. Wahrscheinlich besteht über die Hälfte des Körpers aus Zellen, die einfach nicht mehr natürlich sind. Und ja, umso leichter das Essen ist, das ihr zu euch nehmt, umso längere Essenspausen ihr euch nehmt, umso mehr kann sich der Körper reinigen. Wenn ihr euch dann dabei schlecht fühlt, dann ist es nur, weil die zu viel Müll, zu viel alten Müll, die Zellen dann hier in den Fluss gekippt haben. Und davon fühlt ihr euch schlecht. Wenn ihr dauerhaft, macht mal, man sagt ja zum Beispiel, nach 7 Jahren hat sich der Körper einmal komplett erneuert, ernährt euch mal einfach 7 Jahre von Rohkost und fastet mindestens einmal die Woche einen Tag. So. Und macht ein Frühstücksfasten. Macht es mal 7 Jahre und dann probiert mal aus, wie ihr euch dann fühlt beim Fasten. Ihr fühlt euch dann nicht mehr schlecht. Da ist jede Zelle erneuert, da ist der ganze Müll hier weg. Euer Körper ist dann so sauber, dass ihr euch nicht mehr schlecht fühlt beim Fasten. Dass ihr euch nicht mehr schlecht fühlt, wenn ihr nur Früchte esst. Und das ist eben das. Deswegen fühlen sich die Leute nach Monaten, nach einem halben Jahr, nach Jahren schlecht, wenn sie nur Früchte essen. Das sind diese Männchen hier kaum noch beschäftigt, wenn man nur Früchte isst, und dann wird der ganze Müll reingeschmissen. Und es kann auch dann eben zu viel auf einmal sein, denn wenn die hier einen ganzen Müllhalten auf einmal reinschmeißen, dann kann es sein, dass sie hier verstopft. Dann muss man nachhelfen, dann muss man Mittel finden, um den Körper zu reinigen. Und dann kann man eben die Nahrungsmittel nur noch als Reinigungsmittel sehen. Das sind wie Besen, verschiedene Pinsel, die man benutzen kann. Zum Beispiel kann ich Karotten benutzen, die bürsten halt, das ist eine schön feine Bürste, die bürsten den Darm hier sauber, die nehmen diesen ganzen Dreck mit und vielleicht Kleinstalgen tun die ein bisschen sauber machen und reinigen hier den Darm. Und dann kann man wieder einen anderen Besen nehmen, einen groberen. Dann nimmt man vielleicht Sauerkraut, isst nur Sauerkraut und dann bürstet das durch. Und so muss man seinen Körper Schritt für Schritt reinigen. Anfangs muss man viel Grün nehmen, viel Salate, viel Wildkräuter. Das sind einfach verschiedene Besen, verschiedene Pinsel, verschiedene Reinigungsmittel, um den Fluss hier wieder sauber zu bekommen. Ja, wenn dieser ganze alte Müll hier wieder reingeschmissen wird. Die binden diesen Müll dann an sich und können den mitnehmen. Oder Algen eben. Also nicht die Algen, sondern eben, ja, einfach natürliche Algen essen, die binden das an sich. Und am Anfang der Rohkost immer viel Grün essen eben deswegen. Wenn man nur Früchte isst, dann geht es einem dreckig, dann verschleißt der Körper dabei. Das ist einfach zu viel, man muss das langsam machen, das ist ein schrittweiser Prozess. Ein schrittweiser Reinigungsprozess, schrittweise wieder ins Gleichgewicht kommen. Nicht von jetzt auf gleich alles machen, man kann nicht einfach aufhören zu essen, dann wird dieser ganze Müll da reingeschmissen, man fühlt sich nur dreckig, das ist keine Lösung. Oder die Gifte bleiben einfach hier abgelagert, wenn man zu schnell da reinspringt. Es ist ein Reinigungsprozess, die Ernährung. Man muss wieder schrittweise dahin gelangen, dass man nur noch natürliche Sachen isst, natürliche Früchte, die im Gleichgewicht sind. Wilde Bärenfrüchte irgendwann nur noch. Genau, die kann man dann ungeschadet zu sich nehmen, die kann man mit Genuss zu sich nehmen. Ja. Und so läuft es eben. Es ist einfach nur eine Reinigung. Umso weniger ihr zu euch nehmt, umso besser kann sich der Körper reinigen, umso besser kann der Altmüll entsorgt werden. Aber diese zwei Arten eben von Krankheit und Heilung sind dann eben, entweder ihr fühlt euch schlecht, weil ihr so Schlechtes zu euch nehmt, dass sich hier ständig verfängt. Also ihr nehmt nur Fleisch, tierische Produkte zu euch oder einfach in Übermengen, ihr esst zu viel Nüsse, oder verarbeitete Lebensmittel, zu viel Öle, zu viel Weißmehl, ja, hochverarbeitete Lebensmittel, die bleiben hier leicht hängen. Dann ist der Körper, fühlt sich krank und möchte entgiften, möchte sich reinigen, einfach nur von dem Neuen und deswegen fühlt euch schlecht. Das ist die eine Art eben von Krankheit, von Heilung, von Reinigung. Und die andere Art von Reinigung ist eben, wenn der Körper die alten Sachen hier wieder reintut in den Darm und entgiften möchte, reinigen möchte, loswerden möchte. Das ist die zweite Art. Also entweder ihr fühlt euch schlecht, weil ihr einfach zu viel Gifte zu euch nehmt, gerade im Moment, oder ihr fühlt euch schlecht, weil ihr gerade alte Sachen entgiftet. Und das gilt es halt immer rauszufinden. Fühlt ihr euch gerade schlecht, weil ihr einfach
zu viele Sachen, die aus dem Gleichgewicht sind, konsumiert? Oder fühlt ihr euch schlecht, weil ihr gerade zu gut esst, weil ihr gerade zu viel Früchte esst und der Körper sich deswegen reinigt? Und da muss man eben diesen Mittelweg finden, diesen goldenen Mittelweg, dass man weder zu wenig noch zu viel isst, sondern so viel isst, damit die ganzen alten Gifte hier gleichmäßig und nicht zu viel abtransportiert werden, damit es hier nicht zu Verstopfung kommt und so weiter. Darum geht's. Das ist eben dieser Prozess. Und so kann man den Floh reinigen. So. Oder wer auch immer das sein mag. So kann man sich reinigen. So läuft es ab. Das sind die zwei Arten von Krankheit. Von Heilung, Gesundheit, Reinigung. Macht's gut, Leute. Ich hoffe, es hilft einigen weiter. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach unter das Video. Macht's gut. Ciao.